Die Lage am Flüchtlingslager am Oranienplatz verschlimmert sich von Tag zu Tag. Weder eine Waschgelegenheit noch Toiletten gibt es vor Ort. Das Lager gleicht mehr und mehr einer Müllhalde. Zudem machen den Campbewohnern die sinkenden Temperaturen vor allem in der Nacht zu schaffen. Kein Wunder, dass die Wut der Asylsuchenden zunimmt. Der Kampf geht weiter, bis unsere Forderungen erfüllt werden. Wir leben nach wie vor auf der Straße. Es gibt jeden Tag viel Druck. Hunger und Gewalt. Die Flüchtlinge fordern die Abschaffung der Residenzpflicht und eine Arbeitserlaubnis. Sowohl Campbewohner als auch die Anwohner sind genervt von der langsamen Entscheidungsfindung der Politik. Der Innenverwaltung sind jedoch die Hände gebunden, denn es ist die Aufgabe des Bezirks, die Situation zu lösen. Hier gibt es jemanden, der die Situation verursacht hat und der jetzt nach anderen ruft, die sie für ihn auflösen, weil es für ihn selbst unbequem ist. Das ist die Realität. Und der Bezirk muss hier schon selbst sehen, dass er erst einmal die rechtswidrige Situation, die es dort gibt, denn hier handelt es sich im Kern um eine Straßenland-Sondernutzung, die nicht genehmigt ist, die muss er auflösen. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann spricht von wichtigen Schritten in der seit Monaten andauernden Diskussion mit dem Senat. Daher freue ich mich, dass Herr Chayan seine Unterstützung zugesagt hat. Und ich hoffe, dass er im Portfolio der landeseigenen Häuser, LIFO oder BIM, tatsächlich ein Haus entweder schon in Aussicht hat oder bald finden wird. Weil das Problem ist, dass wir Bezirke seit einigen Jahren alle Liegenschaften, die wir nicht mehr selber nutzen, an das Land Berlin abgeben müssen. Nur deswegen müssen wir fragen, ob es beim Senat die Kenntnis gibt eines freien Hauses. Sonst hätten wir das Problem sicherlich auch selber lösen können. Aber in diesem Fall geht es leider nicht. Auch wenn der Oranienplatz dank der Unterstützung von Senator Chaya hoffentlich bald nicht mehr zum Schlafen genutzt wird, soll er laut Monika Herrmann als Ort des Mahnens behalten werden, damit sich die katastrophalen Zustände im Camp nicht anderswo wiederholen.